Natürlich erfolgreich. Das ist das Motto des Landesdialoges Grüne Gewerbegebiete in MV. Der Dialog ist eine Initiative des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. Ziel ist es, nachhaltig wirtschaftende Gewerbegebiete hervorzuheben. Energie, die in diesen Industriegebieten produziert wird, soll auch dort wieder verbraucht werden. Autarkie ist gewünscht. 2018 wurde die Initiative ins Leben gerufen. Im Fokus des Dialoges stehen die Gewerbegebiete in Hagenow, Anklam und Parchim. Am 29. Oktober wurde im Rathaus Parchim eine Auftaktveranstaltung arrangiert. Es gab eine Gesprächsrunde mit Investin MV und wir haben überlegt, wie wir das Thema Klimawandel gut umsetzen können und haben festgestellt, dass wir viele gute Gewerbegebiete haben, in denen erneuerbare Energien erzeugt werden, die auch umgesetzt werden, aber sie sind nicht sichtbar gewesen. Und dann war die Überlegung, wie kann man die Dinge, die gut sind bei uns im Land, sichtbar machen. Mit dem Gewerbegebiet Vietingshof im Industrie- und Gewerbepark Parchim West schafft die Stadt schon jetzt eine geeignete Grundlage für ein grünes Gewerbegebiet. Wir tun es der Umwelt zuliebe, um gerade das, was hier anfällt in Parchim an Abfallprodukten, an sogenannten Abfallprodukten, dass das nicht mehr Abfall wird, sondern eventuell auch weitergenutzt werden kann. Und das hat ja der Vorbericht schon gezeigt, dass es durchaus sich lohnt, darüber nachzudenken, welche Produkte bei dem einen als Abfall gelten und bei dem anderen möglicherweise als Rohstoff. Und das zusammenzuführen ist spannend und darin besteht auch die Chance, andere Unternehmen für Parchim interessant zu machen. Im Rahmen der Initiative wird in dem Unternehmen eines möglichen grünen Gewerbegebietes eine Potenzialanalyse erstellt. Dafür ist das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement der Hochschule Trier zuständig. Es steht den Unternehmen auch bei der Umsetzung von ressourcenschonenden Produktionsabläufen bei. Wir haben zunächst mal einen innerbetrieblichen Ansatz, wo wir uns Prozesse, Stoffströme im Unternehmen selbst ansehen und hier Tipps geben, was die Unternehmen umsetzen können, um Energie einzusparen, um Kosten einzusparen. Und die zweite Ebene beinhaltet dieses überbetriebliche Stoffstrommanagement, wo wir im Nachgang, wenn wir mehrere Unternehmen begangen haben, Prozesse der Unternehmen kennen und auch Rohstoffe der Unternehmen kennen oder Stoffströme der Unternehmen kennen und diese dann miteinander zu vernetzen. Im Frühjahr nächsten Jahres soll im Rahmen einer Abschlussveranstaltung ein Fazit für den Landesdialog gezogen werden. Grüne Gewerbegebiete, eine vielversprechende Zukunftsvision in der Gegenwart.